Vor einiger Zeit hatte meine Tochter einen Unfall. Sie kam mit dem Fuß in die Speichen. Die Verletzung war ziemlich heftig, sodass nicht klar war, wie es weitergeht. Sie wurde noch am Abend operiert. Und am nächsten Morgen, ein Sabbat, sprach der Arzt mit mir und naja, ob der Fuß so richtig wieder verheilt, war zu dem Zeitpunkt ungewiss. Ich war geschockt. Wir setzten sofort alle Menschen in Kenntnis. Es gab mehrere spontane Gebetsgemeinschaften in verschiedenen Gottesdiensten. Wir hofften und bangten, sämtliche Gedanken kreisten uns durch den Kopf. Ich entschied mich mit meiner Tochter, 6 Jahre ist sie, ja ganz ehrlich und offen mit ihr zu sprechen über die Situation. Und ja, es machte ihr ein Stück weit Angst und dennoch war ich erstaunt, wie gelassen sie das alles aufnahm. Als ich dann nach ein paar Tagen abzeichnete, dass doch alles verheilen wird, waren wir natürlich dankbar und froh. Es brauchte noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und Training. Aber meine Tochter störte das nicht. Vielmehr freute sie sich auf die Krücken und damit herumzulaufen. Und ja, auch als der Fuß dann langsam bewegt werden musste, dann hat sie ganz mutig und ja, tapfer das gemacht. Sie war hochmotiviert und erholte sich schließlich schneller, als wir alle gedacht hatten. Ja, selbst die Ärzte waren erstaunt, wie schnell und tapfer sie war. Nur eine Sache war da, der Abschlussausflug aus der Vorschule. Sie wollten in einen nahegelegenen Freizeitpark und dort wollte meine Tochter schon immer hin. Wir waren vor 2 Jahren mal dort gewesen und es gefiel ihr so gut, dass sie immer wieder davon sprach. Und als wir hörten, da geht's hin, da waren wir natürlich froh. Nur der Ausflug kam zu früh für sie. Also sprachen wir auch mit ihr offen darüber. Und zu meinem Erstaunen, ja, war ein kurzes bisschen Traurigkeit da, aber dann doch auch wieder ein, ach, ist ja nicht so schlimm, weil ihr habt mir ja sowieso versprochen, dass wir im Sommer dort nochmal als Familie hinfahren. Anstatt zu hadern, anstatt sich zu ärgern, richtete sie einfach den Blick auf das Gute. Und ja, der Unfall war nicht schön und dennoch war es durch ihre Einstellung dazu eine gute Zeit für sie. So blöd das klingen mag, aber sie hatte eine intensive Papazeit, die Woche im Krankenhaus. Sie hatte Spaß und ein kleines Abenteuer mit den Krücken und selbst der Ausflug wurde ja noch Realität. Ich möchte da von meiner Tochter lernen, weil manchmal passieren Dinge im Leben, die man nicht ändern kann. Und die könnten einen ärgern und wütend und traurig machen. Aber wenn man es schafft, die Dinge anzunehmen und damit seine eigene Einstellung zu diesen Dingen zu ändern, dann gewinnt man doch so viel. In einem Sprichwort heißt es, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und im Predigerbuch gibt es berühmte Worte, die eigentlich eine ähnliche Aussage machen. Alles hat seine Zeit. Freude und Trauer, Klagen und Tanzen. Ja, manche Dinge, die sollen nie enden, andere könnten nicht schnell genug enden. Und genau bei diesen Dingen, auf die man so gern verzichten würde im Leben, da glaube ich, da gibt es eben 2 Möglichkeiten des Endes. So wie bei der Wurst. Das eine ist das elendige Warten und Hadern und Ärgern und Hoffen, dass irgend sich von alleine irgendetwas bessert. Dass eine Krankheit vergeht, dass das nächste Gehalt kommt, dass ich irgendwann stark genug bin, es endlich wieder bergauf geht. Und ja, manchmal mag das auch funktionieren, manchmal aber auch nicht. Und völlig unabhängig davon gibt es noch eine andere Art des Endes, so glaube ich. Nämlich dann, wenn wir es schaffen, die Umstände im Leben anzunehmen. Bei diesem Ende ist nicht alles wieder gut. Aus einem schlechten Vater wird kein guter und aus meinen Fehlern werden nicht plötzlich Stärken. Dinge, die unveränderlich sind, verschwinden nicht einfach so. Aber mit einer neuen Einstellung findet man Frieden darüber. Und damit kann man den Blick auf die Dinge im Leben richten, die gar nicht so schlimm, gar nicht so schlecht sind. Die Frage ist also, was bestimmt mein Leben?
die Wurst oder das Ende der Wurst. In Matthäus 24 sagt Jesus, dass Gott unsere Leidenstage verkürzen möchte. In Johannes 6 kommen die Jünger in einen Sturm. Als sie Jesus in ihr Boot lassen, verkürzt sich ihre Zeit im Sturm. Der Heilige Geist wird uns als Siegel versprochen, der uns durch düstere Zeiten hindurchhilft. Genau in diesem Vertrauen lasst uns unsere Lebensrealitäten akzeptieren und nicht immer wieder hadern. Denn erst die Akzeptanz führt in eine Freiheit und damit auch in eine Freude. Lasst uns dieses Vertrauen, dass alles wieder gut werden wird, von meiner Tochter lernen. Vielleicht hilft dir ja dabei das Gelassenheitsgebet.